Willkommen zurück, Lightning Returns. Ich sag's euch, ich habe gerade abgebrochen, wollte gerade den das Game ausschalten. Und was passiert? Zack, ich kipp erstmal schön. Ich kippe erstmal wunderschön Kaffee über meine Tastatur. Meine Tastatur hat daraufhin das Zeitliche gesegnet. Und ich saß jetzt Stunden oder gefühlt eine Stunde lang daran, meinen Bluetooth-Stick zu finden, dass ich endlich wieder eine Tastatur habe. Jetzt habe ich mir meine Bluetooth-Tastatur von meinem MacBook geschnappt und nutze die jetzt. Oh, das ist so ärgerlich. Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, mir eine neue Tastatur zuzulegen, aber so schnell sollte das dann doch wieder nicht kommen. Naja, passiert. Ah, das ist mega anstrengend, mega ärgerlich, mega. Ich war zuerst dumme Avanda, Bemos, Verschnitt-Typi. Genau, Lightning Strikes. Und zwar strikes sie mitten in your face mit Brainfuck und so. So, ich weiß auch gar nicht, wie vielte das genau war. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich davon überhaupt erlegen muss, um an den letzten zu kommen. Weil von dem würde ich echt mega gerne den letzten vermöbeln. Ach Mann, ey. So, pick ihm die Augen aus, Schokobo. So, einmal drauf da und dann ist gut. Mir schon bewusst, dass die das nicht so cool finden. Mit dem, dass die sich aufpushen. Aber das ist mir relativ Wurst. Weil dafür habe ich gleich zwei Gegner weggeballert. Anstatt nur einen. Ja, komm her. Knock. Hab dich. Gleiches Spiel wie immer. D-Protest gemacht. Und jetzt kommt Eis gecastet. Nom, 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 nom. Jing, 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 jing. Bam. Glaub's doch nicht, dass ich mich echt darauf einlasse, dich gewinnen zu lassen. Bam. So. Und wieder ein Behemoth weniger. Könnt ihr mal ganz kurz hier unter die unter das Datenlog, Gegnerdatenbank, wilde Monster, große Monster, Avanda, Spezies verbreitet, Schätze. Was heißt denn Schätze? Ich schätze mal, das sind nicht mehr so viele. Einfach mal geschätzt. Ich weiß nicht, was Schätze heißt. Ich schätze mal, davon gibt es noch ein paar hunderttausend. Besonders wenn ich mir angucke, dass alle 5 Meter so ein Viech hier auftaucht. Da kommt wieder Eis gefliegt. En masse. Kommt noch zweimal, dann müsste er im Schock sein. Sag ich doch. Und da kommt Lightning und weidet ihn aus. Immer schön ausweiden, ausweiden. Und einmal noch. Und ach komm, hier Rundumschlag müsste reichen. Wundervoll, Schutzsphäre bekommen. Cool. So, weiter. Gleich auf dem Weg müsste ganz weit in der Ferne einer einfach mal so ganz instant auftauchen. Normalerweise. Knack. So, das Spiel kennen wir hier auch. Ah, Blitzrad drauf. Auf die Gegner, die da drumherum stehen. Der Rest ist relativ egal. Jetzt hauen wir hier mit Eis drauf. Oh, können wir nicht mehr. Dann Krafthieb. Rundumschlag. Hier Elektroschläge. Bam, 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 bam. So. Genug gespielt. Keine Ahnung, was ich hier bekommen habe. Ist mir auch egal. Ah, ich sagte doch, da taucht noch einer auf. Was? Nein! Komm noch her hier! Ich wollte mit dir kuscheln, ich wollte dich so richtig lieb haben und so. Ich mag solche Kreaturen wie dich. Ach, Kacke, echt. Ah, da ist Tilda. Das ist doch schön.
Dann gehe ich erstmal zu Dr. Hammel, rede mit ihm. Yes, what can I do for you? Nothing. I'm here to help you. Here, I've brought you these. Are these? Are these what I think they are? Yes! All the natural ingredients I've been searching for. This will advance my research immeasurably. I am in your debt, young lady, whoever you might be. You really don't know who I am, do you? No, I'm afraid not. Should I? Have we met before? I am terrible with people's faces, you know. Now, if you were a sheep... I guess it's not you after all. You can't be Deet. If you were, you'd surely remember me. Did you say Deet? How do you know my real name? Wait, are you... Can it be? Are you Tilda, my sister? Deet, it is you! I knew it! Just a second. You two are long-lost siblings? You're actually Dr. Sheep's sister? Yes, yes! We got split up hundreds of years ago. It happened back when the chaos first poured into the world. I never thought I'd find you out here. I mean, when I first saw you, I couldn't believe my eyes. It was so long ago, after all. Yes, I could say the same. Why, I'd long given up hope that you were still alive. But I don't understand. Why didn't you come to me right away? I was afraid. I didn't know what I'd do if you weren't really my brother. No one knew your name, either. Everyone called you Doctor. So, I just waited. Until you found an excuse to approach him. Yes. Although if I had to be totally honest with myself, the fact is, I was just putting it off for as long as I could. It's your fault, Doctor. Now how could you forget your own sister's face? But I didn't. I mean, I did, but I thought she was dead. She looked familiar, but I had no reason to expect my sister to be here. It was inconceivable. Deet, I looked for you for so long. And I too, dear sister. I'm sorry. I should have known it was you right away. It's all right. I'm just so happy that you're alive. I can't believe it. It's like a dream come true. Yippie! Verlorene Geschwister wieder zusammengeführt. Nochmal dafür, wie nur eine Seele. Dearest sister, it's been far too long. We have a lot of catching up to do. Supi! Damit haben wir auch diese Mission hier abgeschlossen. Das heißt, wir haben wieder mal nur... Der hatte nichts, ne? Der Ausstatter hier. Nee, der hatte nix. Chadeau. Chadelibou. Noch eine Aufgabe. Noch mehr Gegner hier am Nom Nom Nom. Komm mal her hier. Wir fangen erstmal ganz gemütlich an mit ein bisschen Blitzgar. So, damit sind wir zumindest schon mal... zwei weniger. So, was war nochmal mit dem? Genau, Schwäche, Feuer. Ja, Feuer, bam. Bam. Und noch einmal. Du. Alles wird aus Hack gemacht. Und du bist jetzt Hacke Peter. I think I'll survey this bit of land today. Busy, are you lost? Gracious me, where did you come from? If you're that jumpy, maybe you shouldn't wander out here at night. I'm not wandering. I'll have you know that I'm pursuing science, important science. Yes, I'm on these plains for a reason. I'm here to learn more about the breeding habits of the fuzzy sheep. Look, you're dedicated. That's great. But is it worth dying for? There are monsters out here. Yes, I know. It is believed that fuzzy sheep mate only at night. I've tried on a number of occasions to track them back to the breeding grounds, but each time, a marauding monster has driven me away. I've been forced to make my observations from this distant spot, so as not to endanger the sheep by attracting more monsters. However, it is dangerous work. That sounds foolhardy to me. I accept the risks,
And do you mind? I have work to do. Unless that is, you would care to help me. Ach klar, wieso auch nicht? Ich helfe doch immer gerne. Maybe, but you're putting yourself in too much danger. Oh, I know it's reckless. But I have no choice. The whole of science eagerly awaits my results. Why don't I make the observations for you? I can keep the monsters away at the same time, and then let you know what I see. That sound good? But... Oh, dash it. Very well. It is far from ideal. But what choice do I have? Monsters seem drawn to me like flies to a pile of behemoth dung. As far as I can tell, the fuzzy sheep spend the night amongst the ruins atop that hill. I hope you will meet with more success than I. I'll do my best. Now, will you go home? Fine. I shall await your report in Arya's village. Hm. Monster säumen den Weg im Mund, beschütze Tiere. Oh nee. Eine Beschützerquest oder was? Naja, gut. Was auch immer kommen mag. Ich vermöbel alles. Alles und jeden. Aber wie schön, dass diese Schafe keine Angst vor mir haben. Was bist du denn für einer? Dich mag ich, Pieks. So, hier. Schluck ein bisschen Eis. Das soll dir ganz gut tun, habe ich gehört. So. Bom. Das ist schön, dass diese Viecher gerade so häufig kommen, weil das ist ja eigentlich mein Jagdziel hier gerade. Bam. Habe ich echt gern so. Oh, wie süß. Die Hündchen folgen denen auch. War das jetzt hier alles oder was? Sind sie in den Ruinen? Und weiter? Kommt hier jetzt nochmal was? Tatsache. Bam, lass meine Schafe in Ruhe, Sau. Odin, show me your strength. So, hast du jetzt davon? Du, Olla Pusher, du. Bam. Ja, ausweiden. Nochmal ausweiden. Immer auf die Glocke. Bam. Wundervoll. So, Schäfchen, ich habe euch mal wieder gerettet. Und jetzt paart euch gefälligst. War das jetzt alles oder was? Kommt da nochmal was? Ah ja, noch mehr Gegner. Fahr mal drauf. Meinen hier eigentlich. Ach Mist, ich wollte ja. Ich muss ja Feuer wirken auf das Ding hier. Und nochmal Krafthieb. Mal gucken, was er davon hält. Nicht so viel, sehr schade. Egal, hat gereicht. So, war's das jetzt oder was? Ah, zitternde Schaf. Aber nein, erst in der nächsten Folge, meine Süßen. Bis denn.